Hallo und herzlich willkommen zu dem ersten Ligaspiel der Saison zwischen den German Eagles und Team Magic. Ja, wie gesagt, es ist das erste Spiel für beide Mannschaften in dieser Saison. Und wir wollen mal sehen, wer hier das Spiel macht, wer hier als Sieger vom Platz geht und wie spannend das Spiel eigentlich wird. Auf jeden Fall ist German Eagles direkt beim Ansturm und will zeigen, wer der Hausherr hier ist. Doch leider verlieren sie sofort den Ball im Aufbauspiel. Kommen wir in die sechste Spielminute, wo German Eagles einen kurzen Abschluss spielt. Ein Pass die Linie entlang, wieder zurück und dann kommt der Fehlpass, stark abgefangen von Team Magic, Aufbauspiel gestört und doch dann der letzte Muff hat gefehlt bei Team Magic, um den Ball ins Tor zu bringen. Jedoch bringen sie den Ball jetzt wieder zurück und aber stark geklärt. Weiter geht's mit einem Konter von den German Eagles, über die rechte Seite entlang, Pass in die Mitte, wird gestört von dem Innenverteidiger, Schuss, aber vorher hat der Abseitspfiff ertönt und zwar abseits, also kein Tor. Weiter geht's, 0:0. Team Magic hat sich den Ball erobert, spielt mit einem Doppelpass über die Linie weiter in die Mitte und dann ist es wieder der letzte Pass, der nicht ankommt und somit ist die Chance vorbei. Aufgrund des guten Pressings von Team Magic versuchen die German Eagles den Ball da hinten rauszuklären. Jedoch steht der Innenverteidiger da, köpft den Ball zu meinem nächsten Mann weiter. Der passt in die Spitze und da ist es wieder der letzte Pass, der nicht ankommt. Der Ball wird von Team Magic zurückerobert. German Eagles haben den Ball, machen jetzt das Spiel neu, bauen das neu auf. Jedoch wird der Außenverteidiger gestört und da hat er den Ball verloren. Ganz starke Situation für Team Magic, aber kurz vor dem Kopf des Stürmers kommt der Verteidiger zum Ball und es gibt Ecke. Leider wurde nichts aus der Ecke, deswegen geht es jetzt weiter mit einer Balleroberung von den German Eagles. Der Innenverteidiger grätscht vorbei, lange Ball in die Spitze, aber gut geklärt von dem Innenverteidiger. German Eagles haben aber noch den Ball, jetzt kommt der Pass wieder in die Spitze, Schuss und wieder stark abgewehrt vom Verteidiger zum Innenverteidiger gerettet. Die darauf folgende Ecke bringt nichts sozusagen am Stürmer vorbei und Chance vorbei. Jetzt kommt der Einwurf für Team Magic. Der kommt lang ins Mittelfeld. Ball wird nicht erobert von Team Magic, sondern der Gegner erobert sich den Ball. Pass in die Spitze, Innenverteidiger passt aber auf. Gut geklärt, jedoch nicht gut genug. Und jetzt gab es ein Missverständnis, aber Stürmer faul. Kommen wir zur 31. Spielminute, da gibt es Ecke für Team Magic. Kopfball aufs Tor, aber Torwart pariert. Der Kopfball war schwach. Gehen wir weiter zur 36. Spielminute. Da wird der Ball wieder kurz vom Torwart abgestoßen. Und da läuft er wieder vor. Und da ist der Fehlpass wieder vom selben Außenverteidiger. Was ist denn los mit ihm? Jetzt passt in den Rückraum. Bleibt stehen. Und da ist es schon wieder der letzte Pass, der nicht ankommt. Das Kontergemöglichkeit für German Eagles, aber der wird durch einen Foul gestoppt. Freistoß. Abschlag von Torwart auf die linke Seite. Mit der Brust weitergeleitet in die Mitte. Pass nach oben. Er sieht ihn durchlaufen. Spielt ihn an. Was macht er jetzt? Eine Ballrolle. Und da hätte der letzte Pass in die Mitte gefehlt. Also es ist wieder der letzte Pass. Aber Ball zurückerobert. Und der Innenverteidiger mit einer starken Grätsche den Ball zurückerobert. Freistoß. Einwurf für die Heimmannschaft. Die kommt an. Noch gerade so. Also Konter im eigenen Stadion. Wird nach ganz oben gespielt. Er versucht den Außenverteidiger mit einem Trick ausgehen zu lassen. Schlecht aussehen zu lassen. Aber er ist da gut. Bringt den Ball nach vorne. Also gibt es jetzt einen Gegenkonter von Team Magic. Guter Trick hier in der Mitte. Zieht bis zur Außenlinie. Aber dann kommt die Flanke leider aufs Tor. Und der Torwart pariert zur Ecke. Die darauf folgende Ecke wird kurz gespielt. In der Flanke auf den zweiten Pfosten. Er legt nochmal rein, aber leider zu weit. Halbzeit 0:0. Die zweite Halbzeit beginnt mit Team Magic, die aber leider direkt den Ball verlieren. Also gibt es einen kleinen Konter mit einem Pass in die Spitze. Aber der Innenverteidiger ist wieder da. Pass nach außen. Und dann kommt der Fehlpass. Wieder Pass in die Spitze und der Innenverteidiger ist wieder da mit einer sehr starken Grätsche und es geht zur Ecke.
Einwurf, lang, raus, kommt nicht an, Schuss, Torwart hat ihn locker, wirft auf den außenstehenden freien Mann, er sucht die Mitte, gut gesehen, aber dann kommt der Gegner wieder dazwischen und es gibt wieder einen Konter, der zuerst abgefangen wird, aber dann holt er sich den Ball wieder, passt in die Spitze, passt in die Mitte und der Torwart pariert sehr gut. Das war eine 1 gegen 1 Situation und die hat er sehr stark pariert. Kommen wir in die 66. Spielminute. Ball erobert von Team Magic. Jetzt muss es schnell gehen. Pass in die Spitze. Jetzt verletzt er sich beim Laufen noch. Wie schade. Aber Pass in die Mitte. Jetzt kann er schießen. Er muss schießen. Er schießt nicht. Flanke in die Mitte. Tor pariert. Da muss er schießen. Dann wäre das Ding drin gewesen. Schade. Kommen wir zu einem Einwurf in der 71. Spielminute, der nicht an den Mann kommt. Dann durch den Seitenwechsel geklärt werden möchte, aber abgefangen wird, jetzt in die Mitte gespielt wird und dann wird er von hinten umgegrätscht und das muss rot geben, das muss einfach rot geben, Herr Schiedsrichter, das muss einfach rot geben und er gibt rot. Das ist eine sehr gute Chance für Team Magic. Freistoßposition, sehr gut und die Mitte ist frei geworden. Freistoß wird kurz gespielt, Schuss und leider war es abseits, sonst wäre der Ball drin gewesen. Jetzt Einwurf auf der anderen Seite, lang in die Mitte. Wird zuerst geklärt und dann wird er zuerst, dann wird er richtig geklärt. Jetzt gibt es einen Konter für Team Magic über die linke Seite. Passt durch. Er läuft über die Außen. Passt in die Mitte. Kommt nicht so gut an. Jetzt über auf die Außen. Was macht er? Ah, da ist es wieder. Der letzte Pass, der nicht ankommt. Oder die letzte Idee, die nicht gut genug ist, um das Tor zu schießen. Aber jetzt haben sie den Ball wieder zurückerobert. Wieder passt in die Mitte nicht so gut. Jetzt schießt er einfach und da ist er leider nicht drin. Gut abgewehrt von der Verteidigung. Jetzt auf der anderen Seite wieder ein Pass nach vorne, wird aber abgewehrt vom Innenverteidiger, der ein sehr starkes Spiel macht. Jetzt über die Außen. Jetzt nochmal über die Außen. Jetzt geht's weiter. Mit einem Trick löst er sich vom Gegenspieler. Schießt und da ist das 1:0. Das lang ersehnte 1:0 und das lang ersehnte Spiel. Tor in diesem Spiel. Entschuldigung, mit dem Trick stark durchgesetzt und dann einfach am Torwart vorbei in die Mitte zum 1:0. Was ist jetzt die Antwort von den German Eagles? Was ist jetzt die Antwort? Sie spielen einen langen Ball nach vorne, wird aber gestört und da gibt es einen Foul. Und Freistoß resultiert daraus. Mal gucken, was die jetzt machen. Auf dem zweiten Pfosten steht einer ganz lang frei, wird aber gut gedeckt. In der Mitte. Dann er kommt an den Ball, schießt, aber zum Glück führt Team Magic am Tor vorbei. Abschluss. Abschluss geht nach außen. Wird bekommen vom Stürmer. Jetzt spielt er durch die Mitte. Jetzt nochmal durch die Mitte. Was passiert jetzt? Er schießt, aber stark pariert vom Torhüter. Die Ecke direkt im Anschluss. Mal sehen, was passiert. Jetzt können sie alles klar machen oder noch in einen Konter reinlaufen. Sie machen die Ecke an den 16er. Wird vom Gegner abgefangen. Kontergelegenheit in der letzten Spielminute von German Eagles. Was machen sie jetzt? Sie spielen den Ball ganz ruhig hin und her. Jetzt kommt der Pass in die Spitze, wird aber abgefangen. Und dann ist das Spiel zu Ende. Dann ist es vorbei. Team Magic gewinnt das erste Spiel mit 1:0. Sehr starkes Spiel von beiden Mannschaften.